Wir haben aus 200 Strandbänden, 1000 Sandsäcken und über 100 Meter Teichfolie eine Wasserrutsche mit Sprungschanze gebaut. Das ganze Projekt haben wir an einem Wochenende durchgezogen, was nur durch eure Hilfe möglich war. Oh Mann! Ich hätte nicht erwartet, dass sie so krass ist, die Rutsche. Für unsere krasse Rutsche müssen wir auf jeden Fall eine Unterkonstruktion bauen, weil der Boden sonst viel zu steinig wäre. Dafür sind wir zu Bürstadt Furniture gefahren und haben dort Schrankwände, die einen Produktionsfehler haben, abgeholt. Hier unter mir ist die Produktionsstraße, wo die Seitenwände hergestellt werden, die wir jetzt auch für unsere Wasserrutsche benutzen. Neuer Rekord, 15 Platten haben wir jetzt. Ist das nicht viel zu schwer? Nein, das ist noch ein bisschen zu leicht. Max, das ist jetzt der Anfang von der Rutsche hier. Ja, ich das Ende. Läuft's dir gerade maximal gut oder bist du maximal überfordert mit den 1000 Helfern? So eine Mischung aus beidem. Wir sind jetzt so weit, dass die ganze Wasserrutsche bis da unten fertiggelegt ist. Und es geht noch hier weiter hoch und noch viel weiter. Ist echt genial mit so vielen Helfern. Da geht das rucki zuck. Bisher liegen die Platten jetzt noch nicht wirklich gerade auf. Deswegen verbinden wir die alle jetzt mit Holzbrettern. Die schrauben wir einfach darunter. Wir haben dann noch Einkerbungen für die Verbindungsbretter gegraben, damit die ganze Konstruktion flach auf dem Boden liegt. Wir laden jetzt hier gerade den Anhänger voller Sandsäcke ab. Ja, jawohl, jawohl. Die Sandsäcke werden so links und rechts von der Rutsche einfach hingelegt. Als Abgrenzung, dass man nicht rüberrutscht. Kann sein, dass wir drei Stück nehmen müssen, dass man nicht rüberfliegt, aber wir schauen mal. Wahrscheinlich einer. Ja, wäre ja auch witzig, wenn einer mal rüberfliegt. Ja, also eins, zwei, die den Hang runter segeln. Ist schon okay. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert von der Höhe, ob man da rüberfliegt hier, wenn man da rausrutscht, aber wenn ja, ist auch los. So Leute, die Rutsche ist noch im Bau. Ich kann es aber nicht mehr erwarten, hier einmal runter zu rutschen. Deswegen probiere ich es einmal hier mit dem Bodyboard. Genau. Jetzt eine Plane und es wird unfassbar geil, Leute. Ich hab so Bock. Let's go! Die Kurve hier oben wird echt richtig eng und ich glaube, man ist auch echt schnell, wenn man hier runterkommt. Deswegen bauen wir da jetzt eine Steilkurve aus Paletten und den Plattenhänden. Wir sind jetzt für die obere Kurve die Paletten ausgegangen. Aber ich sehe da schon, dass das auch ganz gut geeignet sein könnte. Glaubst du, man fliegt aus der Kurve oder jetzt nicht mehr? Ich weiß nicht, ob es zu wenig Sandsäcke sind. Das ist reich, wenn man jetzt viel Schwung hat, aber es ist sicherer als davor auf jeden Fall. Damit man direkt von Anfang an richtig viel Speed bekommt, bauen wir an die Plattform eine Rampe dran. Wir haben jetzt hier gleich einen historischen Moment und zwar kommen jetzt die letzten beiden Platten hier hinter mir rein und dann ist die Wasserrutsche auch schon fertig. Am Ende bauen wir jetzt so einen kleinen Pool aus Paletten. Ich hoffe, dass das Wasser dann hoch genug steht, dass man hier bremst und nicht voll dagegen das Ende schleppert. Ja, passt. Also, geh mal Daumen. Der letzte Arbeitsschritt war es, Teichfolie auf der ganzen Rutsche auszulegen.
Der Pool steht Wassermarsch. Oh! War schon cool die erste Sekunde, da müssen wir halt einen Cut machen danach. Früh am nächsten Morgen konnte Marvin es nicht mehr abwarten zu rutschen und hat seine Freunde sanft geweckt. So, guten Morgen, mein Lieber. Über Nacht ist unser Pool vollgelaufen. Wir waren alle super gespannt, die über 100 Meter lange Rutsche zum allerersten Mal zu testen. Auch die Badegäste konnten es nicht mehr abwarten und standen Schlange. Es ist jetzt endlich soweit. Wir haben gestern Abend noch alles komplett fertig gemacht und testen jetzt das erste Mal. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ey, ist schon sehr, sehr geil. Also geht schon hart ab hier unten. Du kriegst gar nichts mit, wenn du darüber fliegst. Let's go, Paul! Ich hätte nicht erwartet, dass sie so krass ist, die Rutsche. Jetzt war endlich Marvin als letzter an der Reihe. Auf diesen Moment hat er so lange hingefiebert. Voller Vorfreude sprang er in die Rutsche, schoss über die Teichfolie hinaus, raste den Steilhang hinunter. Und was dann passierte, werde ich ihm so schnell nicht wieder verzeihen. Digga, du hast dich übelst nass gemacht. Ich bin hier hinten einfach komplett geduscht worden. Ich dachte echt kurz, ich sterbe, ey. Und so endet ein weiteres wunderschönes Community-Projekt mit euch. Ganz lieben Dank nochmal an das Schülfestival, dass wir euer Gelände für die Aktion nutzen durften. Die Rutsche ist jetzt fertig abgebaut. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das nächste Mal die längste Wasserrutsche der Welt bauen sollen. Ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, die mitgeholfen haben, die Rutsche zu bauen. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Tschüss, bis zum nächsten Video. Jawohl! Wie kam die Entscheidung, hier eine Schanze reinzubauen? Ohne Schanze ist es ja nichts Besonderes. Das kann man sonst einfach auch eine Folie hinlegen. Ich habe eher das Gefühl, du willst hier ein paar Kinder umbringen. Die haben schon sehr genervt.